Also wir haben uns halt mit zwei Fragen beschäftigt. Einerseits, was verstehen wir als BDO unter Nachhaltigkeit? Und andererseits, welche Maßnahmen können wir als BDO setzen? Ich glaube, bei beiden Themen sind sehr große Fortschritte erzielt worden. Und wir haben herausgefunden, dass nicht nur ökologische Maßnahmen wichtig sind, sondern auch soziale und Governance-Themen in unserem Fall. Vom Climate Impact Day bei BDO nehme ich mit, dass es ganz viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, die das Thema Nachhaltigkeit sowohl auf persönlicher als auch auf institutioneller Ebene vorantreiben wollen. Das heißt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möchten selber nachhaltiger leben und auch, dass das Unternehmen nachhaltiger gestaltet wird. Und sie sind auch bereit, sich selber dazu einzubringen. Im Arbeitsalltag, in Bezug auf die Infrastruktur und natürlich auch im Umgang mit Kundinnen und Kunden. Das Learning vom heutigen Tag ist, dass es unglaublich schön ist, wenn aus einer Initiative heraus wirklich konkrete Maßnahmen entstehen und die jetzt im nächsten halben Jahr in die Umsetzung kommen.